Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play DayZ. Ja, ihr seht richtig, wir spielen DayZ mal wieder eine Runde. Und die Luft ist hier recht hübsch und recht gut, die Luft hier oben. Alter. Während wir hier mit einem riesigen Fallschirm über Elektrodüsen. Wir spielen die Modifikation der Modifikation der Modifikation. Das Ganze nennt sich Overpock One. Und wir spielen nämlich hier auf einem speziellen Server. Da hinten seht ihr schon Helikopter. Hier gibt es so gut wie alles. Und ihr hört schon, der Tommy, der ist auch am Start. Und der Benny ist auch am Start. Hallöchen, Freunde. Hallöchen. Ach cool. Ey, ja, wir freuen uns auch mega. Das ist nämlich ein richtig geiler Einstieg hier gerade. Endlich mal DayZ aus der Luft. So hat man das noch nie gesehen. Das muss man echt sagen. Also es ist extrem geil und wir spielen hier noch auf einem speziellen Server. Da fliegt gerade einer mit dem Helikopter an mir vorbei. In dieser Modifikation, die sieht zwar nicht ganz so geil aus wie die Standalone, bietet aber eben ganz, 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 ganz viel. Und da gibt es noch ganz viele verschiedene Modifikationen. Und wir haben uns das Ganze mal angeschaut und ich kann euch eins sagen, bei den ganzen Modifikationen wird es noch geiler. Das macht richtig, richtig Bock, es macht richtig Laune, es macht richtig Spaß, weil du halt auch mal ein bisschen Ausrüstung direkt startest. Und es hier ziemlich um die Interaktion mit den Spielern geht. Ich werfe mal gerade einen Blick hier drauf auf P. Und da seht ihr, alter Schwede, hier sind einige Leute am Start. Oh, oh, ich gerate gerade. Der Heli wollte mich mitnehmen. Ich bin auch gerade in Schleudern geraten. Ich wollte mich auch holen, ey. Ich bin vor denen geflüchtet. Scheiße, Mann. Hier in so einem Busch versteckt. Ja, und ich bin gleich in Elektro am Landen. Und ich hoffe, hier geraten wir nicht direkt wieder an Spieler. Ich bin bei der Feuerwehrwache. Da vorne ist ein Zombie schon unten. Ja, und für die, die DayZ nicht kennen, hier geht es um eine Endzeitwelt. Der Zombie-Terror ist ausgebrochen in der Apokalypse. Aber es gibt auch andere Spieler und die sind eigentlich die größten Feinde. Boah, Leute, ey. Ich spiele den Gronkh sozusagen, den Rocker-Typen. Ja, ein bisschen die Haare vom Gronkh. Und renne hier durch die Gegend und habe jetzt glücklicherweise schon von Beginn an eine Waffe. Also wir haben das jetzt wirklich auf diesem Server gemeinsam mit euch gestartet. Und ihr seht, der Tommy wird beinahe weggeschrotet. Das Gute ist, die hatten schon einen Schalldämpfer drauf. Deswegen hört man die kaum und immer schön Headshot verpassen, ganz klar. Wir haben nicht viel Munition, das ist leider der Fall. Und deswegen auch immer schön fleißig nachladen und einmal in die Feuerwehrstation. Da oben kreist ein Helikopter, könnten natürlich landen und uns fertig machen direkt von Beginn an. Die Frage ist, wo wir uns jetzt treffen, in der Feuerwehr am besten, oder wie? Ich bin jetzt gleich in bei der Feuerwehr. Ich bin jetzt gleich, das ist ein Polizist. Ich weiß halt nicht, ob ich da jetzt Leben hinschaffe, hier, oben auf, hier Berg. Auf dem offenen Feld. Ja, ich nämlich auch. Okay, Freunde, ich renne in die Feuerwehrstation rein. Es geht schon wieder richtig mächtig los. Ich find's ganz cool mit den ganzen Charaktermodellen. Und hier ist schon eine bessere Waffe angeblich. Ich kann es nicht genau sagen. Also hier auf diesem Server, Schüsse. Bei Overpass, wir haben es One genannt. Wir werden vielleicht, Overpass sage ich schon. Overpock natürlich oder Overpoch. One haben wir es genannt, weil wir wahrscheinlich verschiedene Modifikationen von Overpock ausprobieren werden. Und Overpock ist eine Modifikation von Epoch. Kennt der ein oder andere vielleicht auch, Epoch auch genannt in Englisch, und dem Overwatch-Mod, also quasi zwei Mods von DayZ, das ist ja auch eine Mod von Arma 2, ist kombiniert, alles sehr kompliziert. So, was haben wir hier? Hier ist doch irgendwas drin. Geh runter in die Stadt auch jetzt. Gebrauchen. Ein NK-17 Magazin, ich nehme es einfach mal mit, ich brauche es noch nicht ganz genau. Die Grafik ist ein bisschen schlechter als bei DayZ, sieht aber immer noch atemberaubend aus, oder Freunde? Sieht immer gut auf jeden aus. Fall, ich finde das geht voll klar. Sieht ziemlich ähnlich aus, vielleicht ein bisschen weniger Shader-Effekte und so, aber kaum merkbar. Jetzt sag mal, wo bist du, in welcher Feuerwehrstation? In der Feuerwehrstation, wo wir die mitten im Ort, die mitten im Ort. Okay. Wo wir schon öfter gefeiert haben, aber ich kann auch zu der abgelegenen kommen. Nee, kein Problem. Wo bist du, Tommy? Ich laufe jetzt auch zu der Feuerwehr mitten im Ort gerade. Ja, ich auch, okay. Das Geile an Overpock ist, dass wir hier, und das ist wirklich richtig cool, die meisten Waffen haben überhaupt in allen DayZ-Spielen. Und auch natürlich Basen bauen können sogar. Wir haben Fahrzeuge, Helikopter, wir haben alles möglich. Was haben wir noch, Freunde? Gute Frage. Du hast schon das Wichtigste gesagt. Ich glaube auch Flugzeuge. Flugzeuge, genau. Und vor allem halt richtig viele Waffen im Vergleich zur Standalone. Da ist echt alles dabei. Und bei den Fahrzeugen auch. Da gibt es verschiedene Modelle, die fahren natürlich verschieden schnell und halten mehr oder weniger aus. So, warte mal, ich mache mal kurz die Karte auf. Ich muss auch aufpassen, dass ich jetzt nicht in Zombie-Hagel gerate. Shit. Das ist auch so lustig, der Office-Man, den ich hier spiele, hat einfach einen schwarzen Anzug an. Ja, meiner hat so eine Jeansjacke an. Also ich habe das Modell Rocker gewählt, weil der so ein bisschen nach Gronkh aussah, oder? Nein, ich hoffe, euch gefällt es, dass wir wieder eine Runde DayZ spielen. Also uns macht es mega Spaß hier, mal diese Mod auszuprobieren. Und es gibt halt verschiedene Abschwächungen der Mod. Hier findet man jetzt halt sehr viele Waffen und auch schnell Zeugs, was aber auch seinen Vorteil haben kann.
Aber das ist natürlich eine Frage des Geschmacks. Wir werden wahrscheinlich auch noch andere ausprobieren. Oh! Oh, irgendwie sind Banditen. Hier gibt es auch noch Missionen. Seht ihr? Irgendwelche Banditen haben irgendwas überfallen. Das ist richtig mies. Aber auch richtig, richtig geil, muss ich ja mal sagen. Denn es gibt auch Banditen, also NPCs, nicht nur Zombies. Und ich habe ein Zelt gefunden, Freunde. Nee, mega nice. Ich habe ein Zelt gefunden, wo wir auch Sachen lagern können. Von wegen, ich habe das Wichtigste genannt, Benny. Es gibt hier so viel, was man machen kann. Und das wird richtig. Offroad Performance Kit. Was ist das denn? Ach, ein Handbuch für die Offroad Performance. Ich nehme es einfach mal mit. Hinten liegt auch eine coole Waffe rum, nur leider ohne Magazin. Ein bisschen Essen kann nicht schaden. Eine Dose mit Muffins. Ich habe noch nie Muffins in der Dose gesehen, aber egal. Ja, und Benny und Tommy D'Angelo kennt ihr ja bereits aus DayZ, die Leute, die DayZ mitschauen. Und für die Leute, die es nicht kennen, wie gesagt, Zombie-Apokalypse. Und wir müssen ums nackte Überleben kämpfen. Aber uns nicht nur vor Zombies verteidigen, sondern jetzt auch vor Banditen und verschiedenen Spielern natürlich, die sich hier auch umteilen. Boah, ich habe einen Schuss gehört. Tommy, warst du das? Ja, ich musste schießen. Ja, hier unten geht's ab. Ey, ein Kilo Hemp. Ein Kilo Hanf. Vielleicht kann man das verkaufen. Nein. Ich lasse aber lieber mal liegen. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Gras. Was ist los bei euch, Freunde? Was ist da los, Tommy? Was ist da los? Ich krieg den Zombie nicht. Jetzt ist er endlich down. Boah, ich dachte, du hättest schon Probleme mit dem Spieler. Aber die Zombies sind halt auch hier sehr stark. Aber ich blute ziemlich krass. Ich habe übrigens eben doch nichts gehört. Das war falscher Alarm. Ich habe mal die Waffe gewechselt. Das kann ich hier auch machen. Ach, Türen öffnen könnte ich jetzt hier auch natürlich. Ja, müssen wir uns direkt mal verbinden. Hier ist aber scheinbar nichts drin, ne? Tommy blutet voll. Wie siehst du denn aus? Ja, ich musste zwei Zombies erledigen hier. Du siehst vor allem aus so wie Clark Kent oder so, aber dann mit so einer Radfahrerbrille und einem Helm. Ja, ich habe den Helm, den habe ich mir extra noch ausgewählt. Ich fand, da kommt der Nächste. Wo bleibst du denn, Sarazar? Ich habe ein Problem. Meine Waffe, ich habe die gerade mal gewechselt, weil ich mal die Makarov 1911 in die Hand nehmen wollte. Und jetzt meine andere Waffe, meine Hauptwaffe, die ich schon von Anfang an hatte, leider verschwunden. Aber ihr fightet hier irgendwie, ne? In der Nähe. Wir fighten hier, ja. Also es gibt halt tatsächlich auch noch ein paar Probleme. So, ich mache mir die Tür zu und dann nehme ich mal lieber wieder die gute MP5 hier. Den Modus kann man auch wechseln. Wie ging das nochmal? Mit Q? Ne, wie war das nochmal mit dem... Den Waffenmodus? Ja. Oh, hier liegt eine Dose Red Bull. Das erkenne ich sofort. Es gibt halt super viel. Q und E ist immer noch hin und her. Ja, das ist klar. Nicht biegen. So. Also Doppelsteuerung, glaube ich. Da konnte man die Waffe runter und hoch nehmen. Das weiß ich auch noch. Aber du meinst den Feuermodus, ne? Genau. Das weiß ich gerade auch nicht. Ah, ich kam auch nicht drauf gerade. Egal. Ich zieh mal weiter. Wo seid ihr denn, Freunde? Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, weil ihr könnt überall wieder Spieler lauen, wie das bei DayZ so ist. Ja. Guck mal, der Server ist rappelvoll. Wo seid ihr denn jetzt genau? Kann ich jetzt gar nicht ganz Aufenthaltsort? Immer noch an der Feuerwehr. Immer an noch der hinteren. In der Feuerwehr, genau. Ich gehe jetzt mal aufs Dach. Nee, nicht der die Feuerwehr. Hintere. Die mitten im Ort. Ah, die mitten im Ort. Gut, dann komme ich jetzt zu. Ich war hier kurz, habe einen kleinen Abstecher gemacht. Aber hier ist alles voller Zombies. Ja, es lassen sich leider nicht ganz so viele Häuser öffnen. Das ist ein bisschen schade. Ich nehme gerade noch ein Haus unter die Lupe, Freunde. Hier ist nämlich eine kleine Bar und da liegt ein Messer. Und das brauchen wir unbedingt so oder so. Geil, ein Jagdmesser. Tommy, wo bist du? Brauchen wir für viele Sachen, die man herstellen kann. Dach hoch. Ich glaube, es gibt fast 200 Dinge, die man herstellen kann. Ja, auf den Turm oben. Mal ein bisschen rumgucken. Sehr riskant unterwegs. Ey, was habe ich denn gibt's hier leider nichts gefunden? Aber man hat halt echt einen guten Blick so. Ja, pass auf, dann gib mir noch mal Deckung. Wo läufst du hin? Alter, ich habe eine Schachtel Streichhölzer. Perfekt. Ich will mich hier nicht durchballern. Wir können uns bald ein Feuer machen schon. Der Server ist natürlich auch... Ich dort ist schon eine Minute, eine Stunde 30 online, aber... Ihren Elektroabstand. Oh, hier schießt wer. Seid ihr das? Ich schieße auf Zombies. Komm wieder runter, Benny. Immer noch in der Feuerwehr. Ich will mir mal gerade den Weg freimachen. Also ihr seid auf dem Dach, ne? Ich bin Tommy, auf dem Dach, ja. Den Tommy, den hätte ich sowas von erschießen können gerade. Ey. Mit dem Treffen läuft noch nicht so ganz. Ich finde auch, das Zielen ist hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Zombies wackeln aber auch so hin und her beim Laufen. Ja, und immer schön auf den Schädel schießen. Boah, einer wollte hier gerade die Leiter hochklettern. Wie krass ist das denn? So, den habe ich erledigt. Guter Headshot. Du bist das, ne? Ja, ich bin okay, das. Okay, ich bin hier. Hey. Alter, du siehst aber auch cool aus. Der vermummte Polizist. Ja, ich würde gerne mal da hinten gucken, ob da Fahrzeuge stehen. Die gibt es ja nämlich hier auch. Und dem Server hier spawnen die einfach. Ja, warte noch auf Tommy. Warte noch auf Tommy, Alter. Ja, ich bin wieder da. Ey, wir müssen auch eine Axt unbedingt kriegen. Wir haben keine Axt. Oder habt einer von euch eine Axt? Ja, da drin war ganz wenig nur leider.
Der Rocker, ey. Ja, das bist geil. Du. Geiler Helm. Ja. Den hast du aber von deinem Grundmodel noch an, ne? Nee, den habe ich ausgewählt, ja. Ja. Boah, hier sind so viele Zombies, wir müssen hier ein bisschen... Wir wissen jetzt auch leider nicht, wo es hier abgeht bei dieser Mod, also in welcher Stadt. Hier ist gerade echt wenig los dafür, dass der Server rappelvoll ist. Ja, also der Heli hat ja hier irgendwas vorgehabt auf jeden Fall. Ja, stimmt, das mit dem Heli war schon richtig krass. Ja, es war auf jeden Fall ein geiler Start. Wir haben auch bisher keinen Heli gesehen, außer den, ja. Der hat uns auch wirklich gesucht. Der hat uns gesehen, wie wir da mit dem Fallschirm gelandet sind. Hat direkt gesucht, da vorne läuft irgendein Schwein oder so. Nee, ein Schaf läuft da vorne. Oh ja, stimmt. Ja, Tiere gibt's natürlich auch. Das holen wir uns. Und die können wir, ich habe ein Jagdmesser dabei, theoretisch. Du hast ein Jagdmesser, ja. Eigentlich sollten wir es uns holen, ja. Alter. Das ist irgendwie ein bisschen laggy, oder? Ja, manchmal zwischendurch. Ein bisschen, ja. Das ist ja nichts Neues was bei dir. Was war das für eine Waffe gerade? Ich habe einen MP5 Schalldämpfer. Ja, steht da eins. Ja, ich gehe direkt hin, vielleicht funktioniert. Und man sieht jetzt schon, dass es, man hat so viel das mehr ist Inhalte. So ein Hammer. Warte, erstmal das Schaf, oder? Nee, lass es den Hammer holen. Ey, das ja, kann so sein, dass wir das reparieren müssen. Alter, das Schaf oder der Hammer? Seht da mal, was wir jetzt für Entscheidungsmöglichkeiten haben. Es macht saumäßig viel Spaß. Ich hole den Hammer zum Schaf jetzt, Leute. Passt auf. Boah, fast hättest du mich überfahren. Steigt ein, Leute. Okay, ab rein in die Hütte. Okay, geil, Alter. Tun. Ja. Geile Nummer. Geil, Alter. Vier Plätze, wir alle passen. Drück Alter, ein Schaf, Hammer ist doch direkt ein Hammerstart für die Folge. Ja, vor allem, den findest du jetzt ja auch nicht so häufig ein Hammer. Also, wir haben es mal angespielt. Nee. Jetzt noch nicht so richtig viel gespielt, aber wir wissen halt schon ungefähr Bescheid. Fahren wir am Hafen entlang. Am Hafen? Ja, nee, stimmt schon die Richtung, geradeaus. Vorsicht, Tommy, nicht, dass unser Auto kaputt ist. Ja, ich weiß. Oh, wir hatten den Busch platt gefahren. Den Busch mal kurz umgemäht. Was ist mit dem Schaf? Nehmen wir das auseinander? Ich würde ja gerne mal ausprobieren, wie das geht mit dem Jagdmesser. Ja, ne? Komm, ich steig nochmal aus. Wir können auch Sachen jetzt in das Fahrzeug packen. Du musst den Wagen abschalten wieder, Tommy, ne? Ja, ich kann den Motor ausmachen. Warte mal. Ich weiß, wir machen jetzt aus. Aber gut, dass der bleib am besten da drin. Heli. Da kommt ein Heli. Heli kommt, wir müssen immer noch. In Deckung, runter. Geht in Deckung. Geht in das Auto. Aber das... Ist das noch Alter, der von die landen. Oh, der landet ja. Jetzt. Die der landen. Wir landet. Müssen hier weg. Wir müssen auf jeden Fall weg. Jetzt. Oh mein Gott. Steigt ein, wir hauen ja. Ey, aber wir fahren da mal hin. Nein, komm, warte, versteck das Auto kurz. Versteck das Auto kurz. Nein. Die sehen uns, die verfolgen uns auch mit dem Heli. Ich würde gerne sehen, was für einer das ist. Wenn das der ist von eben, dann sitzt da nur einer drin. Das war nämlich so ein Ein-Mann-Helikopter. Der landet da vorne. Wollen wir da hinfahren? Ja, komm, wir fahren da mal vorbei. Oh Gott, ob das gut ist. Aber fahr links. Schön weit weg. Ja, schön im Abstand. Ja, wir wollen aber nicht so nah ran, oder? So, und jetzt den Berg rechts hoch, oder? Ja, auf Offroad ist er halt langsam, ne? Ja, das geht aber. Alter Schwede, krasse Nummer, oder? Wo ist der Heli? Da hinten, wo der Staub so aufwirbelt, ne? Boah, oder der steigt wieder. Ja. Oh Gott, jetzt holt er uns. Weiß nicht, ob der ballern kann. Der sieht uns aber jetzt definitiv gerade. Ja, der hat uns gesehen, auf jeden Fall. Also Grafik ist ein bisschen schlechter, aber Möglichkeiten sind reichhaltig. Und wie gesagt, dieser Overwatch-Mod hat jetzt sehr, sehr viele Inhalte. Es gibt aber natürlich auch noch welche, wo du nicht so viel Waffendrops hast. Die werden wir dann alle unterteilen in Overwatch 1 oder Overpock, wie es richtig heißt, 2 und so weiter. Oh Mann, leckt ein bisschen. Wollen wir den verfolgen jetzt? Ich glaube. Vielleicht ist da hinten ja sein Lager. Vielleicht. Vielleicht ist da eine Base. Denn Spieler können hier richtige Basen bauen. Da ist so einiges möglich, das ist unglaublich. Da vorne können wir auch mal vorbeischauen. Wir brauchen wo unbedingt eine Axt. Hat keiner von euch eine Axt, ne? Ich guck mal gerade. Ne, hab ich nicht. Wo fahren wir denn am besten hin? Ich könnte mal auf die Karte gucken zwischendurch, oder? Ja, wir müssen looten, denn es gibt ja jetzt auch eine Karte, genau, ne? Genau, da ist eine Hanffarm und es gibt sogar hier Händler. Hier ist eine Händlerstadt, wo sich Spieler treffen und Handel betreiben. Da ist ein Banditencamp. Und ein Bootshändler. Da hab ich aber noch Angst vor. Der NATO gibt mehrere Weapons, da gibt es die NATO-Waffen scheinbar. Hero Camp. Ja, hier ein Elektro. Da vorne ist das Hero Camp. Guck mal, wir könnten mal in die Trader City Puster. Das ist doch cool. Ja, das finde ich eine gute Idee. Warte, ich muss erst mal kurz auf dem... Trader City Puster. Wo müssen... Die ist ziemlich nah, da sind wir auch in ein paar Minuten. Ja, am besten fahren wir von Elektro Richtung Tscherno erstmal, schön auf der Straße und biegen dann rechts ab. Das ist so geil, im Auto in DayZ fahren zu können. Die Grafik ja leider nicht ganz so geil wie in der Standalone, aber ich finde, es geht auf jeden Fall voll klar. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde auch. Also sind minimale jetzt, Unterschiede. Ja. Bisschen schönere so Texturen in der Standalone. Bisschen höher aufgelöst so, aber sonst. Ich glaube, ich muss nur den Ton optimieren. Sieht auch genauso aus hier.
Ja, musste ich auch eben mal. Es ist doch viel lauter, als ich dachte irgendwie. Boah, aber in der Ego-Sicht Autofahren ist schon echt eine krasse Nummer. Ja, das hat voll die Atmosphäre, ne? Oh, da war gerade ein Leck. Ja, oh, ich sitze hier voll auf der Rückbank. Ich glaube, ich muss die Effekte noch ein bisschen lauter stellen. Audio-Option. Boah, ich finde, das sieht aus wie in einem Film. Wenn ey, man das ist so krass. Alter. So, jetzt kann man euch gut gleich verstehen. Steht hier, stellt euch mal vor, es kommt uns jetzt gleich ein Auto entgegen. Ja, das wär's auch noch, ey. Ja, ich bin noch nicht perfekt. Wo fährst du lang? Noch nicht da hoch. Oh, es hat voll gelaggt bei mir. Cannot fire. Ja, ja, stimmt schon. Bei mir hat es so sehr gelaggt, dass ich gerade gar nicht gesehen habe, in welche Richtung wir fahren. Wir hätten natürlich ein Problem, wenn im Auto der Reifen platzt. Was kann alles passieren? Wir können nämlich nicht reparieren im Moment. Und obendrauf... Ja, wir haben gar nichts. Ja, obendrauf kann uns der Sprit ausgehen. Ja, das auch. Ich ja, sehe die Anzeige aber nicht. Ich sehe sie, die ist noch voll. Komplett voll. Passt. Na dann. Also da geht schon noch was. Ich gehe mal in die Ego-Perspektive. Guck mal, da sehen wir den Tommy da sitzen. Das ist so geil. Ja, die ist geil, ne? Ey, wie geil der atmosphärisch das bitte ist. Oh, Achtung, Tommy! Was machst du? Oh, unser Auto! Ja, Alter, ich hab einmal geguckt, wie ihr im Auto sitzt. Wie der Benny da hinten sitzt. Wir müssen da hoch. Wir sind an der Abzweigung vorbei. Was hast du für einen Hut an? Zurück, oder was? Ja, zurück. Okay. Der Tommy, der Helm sieht voll der scheiße aus, Tommy. Ja, die Klamotte ist echt in Ordnung, aber der Helm passt so gar nicht. Der sieht aus wie so einer bei der Rad-WM oder so. Tour de France, Tommy. Ja. Der hat gerade schnell wieder einen Anzug geschlüpft, als die Zombie-Plage ausgebrochen ist. Ist Radrennfahrer vom Beruf gewesen. Tommy DeAngelo hier am Steuer. Oh, apropos Fahrrad, das war ja so geil. Ja. Wir haben das ja angezockt vorhin schon und da hatten wir einen Toolbox, also einen Werkzeugkasten. Und damit konnte man sich ein Fahrrad craften, einfach so. War auf einem anderen Server, mal gucken, ob das hier auch geht. Aber das war echt lustig. Build-Bike geht tatsächlich. Ja, geht. Ja, wahrscheinlich brauchen wir dann nur für die Utensilien auch noch. Das steht wahrscheinlich nicht direkt bereit. Doch, das ging beim letzten Mal. Komm, wir probieren das mal kurz. Halt mal kurz an. Ja, sollen wir ein Fahrrad bauen noch? Aber ich halt hier unter den Bäumen, damit man das Auto nicht direkt sieht. Na, okay. Bauen wir das jetzt noch? Komm, das legen wir doch oben drauf. In dieser Episode. Dann seht ihr, was es für reichhaltige Möglichkeiten gibt. Okay, du musst mal Tommy, anhalten. Stopp, sag stopp. Ja, hier, jetzt kann man nicht aussteigen. Ich habe unter den Bäumen gepackt. Ja, sehr gut. So, weil man kann das Fahrrad nämlich auch wieder einpacken. Das ist gar kein Problem. Ja, zum Glück. Sonst wäre es ein bisschen ätzend. Ich hoffe, das geht bei dem Server. Bin ich mal gar nicht so sicher. Build-Bike. Genau, Build-Bike. Okay, wir bauen jetzt tatsächlich alle ein Fahrrad. Das ist doch super geil. Ja, auf jeden Fall. Die gehen auch richtig ab. Und? Und meins steht schon. Boah. You've deployed a bike. Ja. Wo ist meins? So, ich bin jetzt auf dem Fahrrad drauf. Da fehlt auch eins. Meins ist jetzt weggeglitscht, oder was? Oh. Ey, das ist doch nicht fair. Oh. Ihr habt doch eins von euren Fahrrädern ist doch meins. Nee, ist voll cool, so Fahrrad zu bauen. Ich hab meins ganz normal. Mein Werkzeugkasten ist auch weg. Warum das denn? Oh, ich bin beinahe irgendwo gebaut hast. Ich kann doch nicht so gut Fahrrad fahren. Ja, aber es ist nicht erschienen. Ah, wir haben vielleicht ein bisschen nahe gebaut, alle. Ja, das ne? Das ist dann weggeglitscht. Ich auch. Also ich guck nochmal. Nee, ich hab meinen auch verbraucht. Also das ist auf der Werkzeugkasten auch ist weg. Ja, der ist weg, ne? Das heißt, wir können es auch nicht wieder einbauen. Oh Gott. Doch, der kommt wieder, wenn du es zusammenbaust. Ah. Du hast halt alle Teile dafür gebraucht, quasi. Oh Mann, oh. Alle Teile vom Werkzeugkasten, das heißt, wir brauchen mehrere davon. Und dann sollten wir vielleicht nicht alle so ein Fahrrad bauen. Also wenn du dein Fahrrad wieder zusammenbaust, hast du den Werkzeugkasten wieder. Ja, ich habe ja kein Fahrrad mehr. Ach komm, wir steigen mal hier ab gerade und genießen mal. Ich baue das jetzt mal wieder zusammen. Es erscheint auch leider nicht. Ah, du kannst ja bei mir mal eine Runde fahren, wenn du willst, dir. Ja, sehr gerne. Ich baue in der Zeit mal wieder mein Fahrrad zusammen. Können auch mal ein Wettrennen machen. Ja, das machen wir aber ein andermal, Alter. Wir wurden gerade von einem Helikoptertypen gesehen. Obwohl, hier scheinen wir ziemlich sicher zu sein. Nur so sicher sind wir ja auch nicht, denn Juhu. Ihr könnt ja halt jederzeit von der Trade City ein Autofahrer oder Fahrradfahrer vorbeikommen. Da hinten ist immer ein Elektro. Man weiß es halt echt eh. Könnte auch immer schnell ein Heli kommen. Ja, die anderen haben auch lustig in der First Person auf dem Fahrrad. Ja, der hat auch gewittert, dass wir ihn jagen wollten da nachher. Ja, ja. Der wusste schon, was wir vorhaben und ist sofort wieder abgehauen. Das ist schon extrem cool. Ich finde auch den Look von uns ziemlich geil. Ja, ist nice, ne? Ja, der Rocker, der schießt den Vogel echt ab. Ja. Ich muss auch nochmal genau gucken. Das ist echt herrlich. Mit dieser Brille auch noch. Oh, Survivors captured the base. Huah! Dass irgendwas passiert in der Welt. Da war wahrscheinlich irgendwelche eine Basis von anderen Spielern erobert oder so. Ja, hier geht mega viel, ne? Es kommen immer auch so geskriptete Events, wo dann NPCs angreifen und dann kann man von denen irgendwas erbeuten.
Ja, das ist geil einfach. Das ist richtig geil. Also ich hoffe, euch hat's gefallen. Hier bei unserer kleinen Exkursion in DayZ Overpark. Mir hat's mega gefallen. Mir hat's auch mega gefallen. Fall. Und ich denke, wenn es euch gefallen hat, ist ein Daumen wert. Hoffentlich, weil das hilft uns natürlich immer abzuschätzen, was wollt ihr sehen? Wollt ihr davon mehr sehen oder nicht? Von dieser Modifikation von DayZ würde uns natürlich interessieren. Und natürlich, wie immer, könnt ihr diese Videos auch bei Slay Massive und bei Sarazza sehen, denn wir nehmen hier zu mehreren auf. Es werden wahrscheinlich auch noch ein paar Freunde von uns dazustoßen, die altbekannten Gesichter aus DayZ. Viele werden wir nicht mehr reinholen, weil wir eine geschworene Truppe sein wollen diesmal. Aber ich denke, da werden vielleicht noch zwei, drei Leute hier zu uns stoßen. Mal sehen. Und ansonsten wünschen wir euch an dieser Stelle noch einen super schönen Tag. Hat richtig Laune gemacht, finde ich. Und wenn das ist richtig geil, ich feiere es hart. Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich echt auf die weiteren Folgen. Das geht auf jeden Fall weiter. Wahrscheinlich alle zwei Tage. Aber erstmal werden wir eine Session machen und dann gucken, wie es bei euch überhaupt ankommt. Und dann schauen, ob es noch eine neue Session gibt. Deswegen gebt uns Bescheid. Vielen Dank fürs Mitschauen und bis dahin. Ciao. Ciao.